Ja, hallo zu einem neuen Screencast. Was wir dieses Mal machen wollen, kann man im Hintergrund schon sehen. Und zwar so eine Art Kirchenfenster, die man als Weihnachtsgrußkarte verwenden kann. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, der findet natürlich hier einen entsprechenden Eintrag. Und dort gibt es auch das benötigte Material. Denn wir fangen hier nicht an, die Maria und das Jesuskind zu zeichnen. Das habe ich einfach schon mal vorbereitet. Hierfür habe ich mir einfach ein Bild vektorisiert von der Maria mit ihrem Jesuskind. Das ist stilisiert. Ich habe hierzu rund 2 Stunden gebraucht, die ganzen Knoten zu bereinigen und so weiter. Das will ich deswegen hier im Screencast nicht machen. Keiner möchte 2 Stunden zugucken, wie ich hier Knoten versetze und bereinige, Knoten lösche, Anfasser von Knoten verschiebe und so weiter. Deswegen ist das hier schon mal vorbereitet und genau diese Datei gibt es nochmal zum Herunterladen. Ich möchte hier an der Stelle noch was zeigen, und zwar ist das seit der Version 0.48 von Inkscape neu. Und zwar sind das, wenn wir hier in Füllung und Konturlinie gehen, ich mache mal hier ein Rechteck, damit man das sieht. Hier dieses Feld Farbmuster, das legt sogenannte Custom Swatches an, also angepasste Swatches sind eigentlich Muster, Farbverläufe, Farben etc. Hier sind es nur Farbverläufe. Wahrscheinlich werden hier in Zukunft Muster etc. hinzukommen. Normal speichert Inkscape oder werden Farbverläufe in einem SVG immer am Anfang in den Definitionen gespeichert, in den sogenannten Devs. Jeder Farbverlauf, den ich hier in Inkscape anlege, wird also da gespeichert, egal ob er verwendet wird oder nicht. Deswegen muss man hier ab und zu mal leere Devs aufräumen. Da werden nicht verwendete Farbverläufe wieder gelöscht. Diese Custom Swatches, was etwas Ähnliches ist, werden allerdings hier so nicht gelöscht. Und wenn man Steuerung, Shift und W drückt, kommt hier diese Farbfelderpalette mit dem Custom Swatches hervor. Was ebenfalls neu ist, ist hier diese Autopalette. Dort sind sie nämlich ebenfalls. Und diese Custom Swatches, die können mit dem Dokument gespeichert werden und weitergegeben werden. Ist eine ziemlich tolle Sache. Also diese Custom Swatches sind ebenfalls in dieser Datei natürlich enthalten, so dass man mit den Farben arbeiten kann, die ich hier auch verwendet habe. Ja, das war es erstmal zum vielen Vorgeschwafel. Kommen wir nun zur Sache. Wir malen uns als erstes hier ein Rechteck. Die Farbe etc. ist erstmal egal. Das Rechteck sollte nur in etwas so groß sein wie unsere Maria, klein wenig breiter. Setze ich mal ganz nach hinten. Dann gucken wir mal hier, wie breit das ist. Kopieren wir uns gleich den Wert. Den brauchen wir gleich nochmal. Wir zeichnen uns einen Kreis und der sollte natürlich genauso breit sein und genauso hoch. Den zentrieren wir uns mal mit dem Ausrichtenwerkzeug. Schnell mittig und dann hier in dem Fall muss ich den mal noch nach oben schieben. Der sollte so in etwa in der Mitte sein. Dann wählen wir beide Formen aus und über Steuerung Plus oder Pfad vereinigen wir die zu einem Pfad. Machen wir uns hiervon gleich eine Kopie und dann gehen wir dem Ganzen hier eine Konturlinie und die passen wir gleich an. Die sollte in etwa so breit sein wie die Konturlinien der Maria. Ein bisschen zu breit gewesen. Ja, 4,9, 4,7, irgendwas um die 4 ist das. So, dann wandeln wir diese Konturlinie über Pfad, Kontur in Pfad umwandeln in Pfad um. Und selektieren uns die Maria und unsere Fensterform und mit Steuerung Plus vereinigen wir die beiden Pfade. Dann will ich hier hinzufügen noch ein paar
Berge. Dazu male ich mir hier einfach mit dem Bezierkurvenwerkzeug hier eine Gerade ein. Ein bisschen aufpassen, dass man die nicht drüber hinausragt. Auch hier schnell die Breite anpassen. Pfad, Kontur in Pfad umwandeln und auch das wieder vereinigen. Dasselbe auf der anderen Seite nochmal. Auch hier Kontur. Ups, das war viel zu viel. Ja. Pfad, Kontur in Pfad umwandeln. Und das selektieren und das selektieren. Steuerung Plus. Das Ganze müssen wir hier unten nochmal machen. Für die Erde. Nur nicht so ganz so starke Spitzen. So, machen wir gleich. Nicht 40, 4. Und auch das Kontur umwandeln. Ups. Und auf der anderen Seite nochmal. Und auch hier machen wir es gleich so. Es geht schneller wahrscheinlich. Pfad, Kontur in Pfad umwandeln. Ich glaube, den müssen wir mal noch ein bisschen setzen. Okay. Markieren. Steuerung plus vereinigen. Ups. Dann hätten wir das so. Was wir jetzt brauchen, ist noch ein Stern. Dazu wählen wir hier das Polygonwerkzeug, stellen auf drei Ecken und malen mit Steuerungstaste gedrückt ein gleichseitiges Dreieck. Zack. Das tun wir einmal mit Steuerung D duplizieren. Ups. Und setzen das so nach unten. Was wir hier machen müssen, ist dem erstmal eine Füllung geben. Und dann Steuerung plus beide vereinigen. Jetzt können wir dem die Füllung nehmen. Und dann passen wir uns den hier in der Größe an. Wahrscheinlich müssen wir jetzt die Konturlinie nochmal anpassen. 4, zack. Und auch den vereinigen wir hier halt. Pfad in Kontur umwandeln natürlich. Auch den vereinigen wir mit dem Pfad. Warum ich das Ganze mache, ist, dadurch entstehen jetzt genau die Flächen, die zu färben sind. Wenn ich nämlich hier über Pfad, Pfad zerlegen, diesen Pfad zerlege. Und dann fange ich hier einfach erstmal ganz schnell an, die Flächen zu färben. Die Farbe ist erstmal egal. Normal, wenn man das Ganze schwarz hat, das sieht man das nicht. Das ist jetzt ein bisschen seltsam, warum das hier so grau ist. Normal tue ich es mir einfach in verschiedene Farben färben, nur um die Flächen zu sehen. Ich habe das jetzt hier grau. Weil die Objektsichtbarkeit unten ist. Aha. Dann lassen wir das mal so. Und ich stelle hier einfach auf die Autopalette und dann wähle ich mir hier gleich unsere Farben. Und zwar ist hier hüben das helle oder? Ja, das ist der Himmel. Das sind die Berge. Das ist das Land. Das ist reine Fleißarbeit. Das ist der Maria, ihr Heiligenschein. Das ist die
dunkle Fleischfarbe oder Hautfarbe. Fleisch. Das ist die helle. Die muss wieder mit der dunklen. Das ist die helle. Das ist die dunkle. Das ist die helle. Und dann dämmern wir ihre Hände noch. Halt. Fleisch. Fleisch. Hautfarbe. Haut. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, dadurch, dass das mit Objekt dunkle. So, und dann geht es weiter. Das hier ist dieses Blau. Das hier ist dieses Blau. Das hier ist das ganz helle Blau. Das hier ist das dunkle Blau. Das hier ist dieses dunkle Blau. Das ist das dunkle Blau. Das ist das ganz dunkle Blau. Das ist der Heiligenschein vom Jesuskind und seine Windeln. So, dieses. Ups. Dieses. Und dieses. So, wo sind die Haare? Das waren die Haare. Ups. Das war der Hals. Und dann müssen wir das Ganze hier noch machen. Das die. So, dann war's das. Jetzt gehen wir dem gleich mal. Zack. So sieht das ganz anders aus. Stellen wir um auf die Inkscape-Palette. Inkscape Default. Da haben wir nämlich schwarz. Das zurück auf schwarz. So, wir haben alles. Ja, haben wir alles. Halt, nein. Und zwar hier den Stern. Den mache ich ganz einfach. Wo ist es? Da, mit diesem Helm in Gelb. Und gebe dem hier einen radialen Farbverlauf. Zack. Mit Steuerung. Halt. Damn. Mit Shift R drehen wir das Ganze um und geben dem Innen einfach weiß als Farbe. Man. Weiß als Farbe. Dadurch strahlt der Stern ein bisschen. Von dem Stern mache ich mir gleich mal eine Kopie. So, das Ganze gruppieren wir schon mal. Steuerung G. So, dann machen wir hier von unserem Duplikat mal noch ein Duplikat und das Ganze mal schwarz färben und bitte Objektsichtbarkeit 100, weil sonst haben wir ein rotes Muster. Jetzt gehen wir mit der Kopie auf Erweiterung aus Pfad erzeugen und dann haben wir hier Woche neue Muster. Dann habe ich hier die durchschnittliche Größe der Zelle auf 45 stehen. Es kann ein klein bisschen größer sein. Größe des Randes ist hier uninteressant. Das wenden wir einfach an. So, dann haben wir hier das Muster, das selektieren wir mit dem anordnen Werkzeug nicht auf die Seite, sondern auf die Auswahl, zack, zack, zentrieren. Dann sieht das Ganze so aus, können wir schon mal gruppieren
und hierher setzen. Dann setzen wir uns hier den Stand nach ganz oben, Position 1, zack, und setzen den hier so, dass er passt. Deswegen habe ich dafür ein Duplikat gemacht. So. Und dann können wir das Ganze wieder duplizieren, gruppieren. So, dann machen wir hiervon wieder ein Duplikat. Und dann zeichne ich mir hier so ein Rechteck und kopiere das andere mit. Und mit Steuerung und Standchen bleibt die Seite hier bestehen. Dann setze ich mir hier einen weiteren Knotenpunkt, setze ein bisschen nach links, mache den symmetrisch und verdrehe den so ein bisschen. Dann setze ich mir das Ganze hier drauf, und zwar so, dass es passt. Gebe dem Ganzen eine weiße Füllung, dass das hier so ein bisschen undurchsichtig ist, ist gar nicht mal so schlecht, das wollten wir eh haben. Halt, man sollte natürlich achten, dass man das auf linear gestellt hat. Jetzt ziehe ich den hier in die Richtung, weil wir haben die Unsichtbarkeit schon ein bisschen zu hoch gesetzt. So, dann können wir das Ganze wieder hier gruppieren. Dann holen wir uns das herbei. Jetzt setzen wir das aber auch auf 100% Sichtbarkeit. Geben dem hier so eine schöne dunkle braune Füllung. Setzen den hier so dahinter. Gehen auf Pfad, dynamischer Versatz. Und versetzen das Ganze. Dadurch entsteht unser Rahmen. Dann gruppieren wir das Ganze wieder. Skanieren das kleiner, so dass es. Ups, das war zu viel, oder? Ne, das geht eigentlich. So, dann male ich hier noch schnell ein Rechteck. Dem gebe ich eine schwarze Füllung erstmal. Dann gehe ich aufs Farbverlaufswerkzeug, stelle wieder auf radialen Farbverlauf um, gebe dem radialen Farbverlauf, drehe den auch wieder um. Dann wähle ich hier so ein dunkles 70%iges Grau, setze dieses Quadrat mit der Endetaste ganz nach unten und